Hallo Leute, heute in Elektrotechnik 5 Minuten beschäftigen wir uns, wie wir hier mit so einem Oszilloskop eine Spannung messen können. Wie kann ich mit dem Oszilloskop Spannungen messen? Und wie funktioniert das? Also dazu einfach den Tastkopf, was ich hier habe, einfach einstecken. Dann hier den Pegel entsprechend auf ein Null-Level setzen. So. Also ich zoome mal kurz ein Stückchen rein, dass ihr das besser seht. Also einstellen, dass es hier Null-Level ist. Dann gehe ich hier mit meiner zu messenden Spannung, was ich hier so habe, verbinde sozusagen hier diese Masseverbindung mit dem Minus und meinen Tastkopf verbinde ich sozusagen hier mit meinem oberen Teil. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Also wenn ich das hier so verbunden habe, seht ihr das? So verbunden, Tastkopf mit dem Plus und Minus. Dann seht ihr, dass dieser Strich hier hinten ist gesprungen. Ich kann er mal schnell wegmachen. Seht ihr das? Diesen Sprung. Und ja, jetzt muss ich das Kästchen zählen anfangen. Leider ist es mit Oszilloskopen nicht einfacher. Und weiß ich von hier, 1, 2, 3 sind 3 Kästchen. Wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann sehe ich, okay, das sind hier 3 Volt. Und hier mit dieser Skala, ein Kästchen, 1 Volt, kann ich dann auch sagen, okay, 3 Kästchen, 3 Volt, sprich entspricht dem Ganzen, was ich hier habe. Also so kann ich mit dem Oszilloskop Spannung messen. So, jetzt zum Schluss noch mögliche Fehler, die bei sowas passieren können. Der erste Fehler ist, man kann hier im Tastkopf einen Faktor einstellen, also einfach oder zehnfach. Wenn man hier zehnfach einstellt, dann sieht man, da bewegt sich nicht viel. Dann muss man das sozusagen über diesen Volt per Divich, also sozusagen hier wieder entsprechend anpassen. Dann funktioniert es auch. Aber das ist ein klassischer Fehler, den man hier machen kann. Und ansonsten kann man hier so ganz einfach Wechselspannung bzw. Gleichspannung die hier entsprechend ganz einfach messen. Ja, an dieser Stelle kann ich noch sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Hier oben könnt ihr noch abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss!